Hallöchen, mein Name ist Saskia Schulte, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Dorsten. Ich fange einfach direkt mal an, wie ich anfangen würde bei einem richtigen Casting. Meine Hobbys sind das Tanzen auf jeden Fall, sonst würde ich das Video nicht drehen, das Singen und ich mache sehr gerne Videos in meiner Freizeit, ich drehe sie auch für YouTube. Und ich quatsche da über alles Mögliche, über, nicht über das typische Mädchenhobby, aber über Schminken, Kosmetik, Mode sehr viel. Also ich versuche den jungen Mädchen, ich meine, ich bin auch gerade erst 19, aber denen eine Stütze zu sein, um sich auszuprobieren. Und ich möchte sehr vieles, was ich erlebt habe, wie ich mit dem Leben umgehe, wie ich mich durchs Leben schlage, was Hobby oder Liebe oder alles angeht, möchte ich den Mädels da draußen irgendwie mitteilen und ich versuche einfach den Mädels da draußen irgendwie zu helfen mit meinen Videos. Ich mache das sehr, sehr gerne und deswegen merkt man vielleicht, dass ich schon relativ gut mit der Kamera rede und mir macht es Spaß, mit der Kamera zu reden und mich im Nachhinein, nicht mich im Nachhinein anzuschauen, aber dieses Ganze drumherum, ich mag es, Fotos zu machen, Fotos zu bearbeiten, Videos zu bearbeiten und einfach dieses ganze kreative Zeug, also auch mit meinen Haaren. Ich habe Dreadlocks, ich gehe sehr gerne auf Festivals, ich höre Reggae, höre ich sehr viel, Dancehall, Musik, so alles, was dann nachts im Dancehall-Set läuft. Und ja, sonst Lady Gaga ist mein absolutes Idol, ich liebe Lady Gaga. Sehr, sehr, sehr gern, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was ich noch... Meine Schwächen, meine Stärken sind, ich bin sehr kontaktfreudig eigentlich. Ich bleibe immer ich selber. Ich versuche, mir immer treu zu bleiben. Ich versuche, alles immer irgendwie auszuprobieren, weil ich einfach total neugierig bin auf die verschiedensten Dinge. Und auch das hier ist einfach eine Möglichkeit für mich, mich wieder neu auszuprobieren. Ich bin etwas nervös. Zu meinen Schwächen zähle ich, dass ich leider zu oft unpünktlich bin, ganz ehrlich. Also ich versuche es immer irgendwie hinzukommen. Aber bei wichtigen Sachen wie Schule, Arbeit und ganz, ganz wichtigen Terminen bin ich auf jeden Fall wirklich super pünktlich. Aber meine Freunde müssen schon öfters auf mich warten, auf jeden Fall. Was das Tanzen angeht, ich tanze, seit ich 8, 9 Jahre alt bin, habe ich mit Jazzdance angefangen in so einer kleinen Kindergruppe. Mit 13, 14 bin ich in meine jetzige Tanzschule gekommen und habe dort mit Dance for Fans angefangen. Ich habe ausprobiert, am Anfang als ganz normales Team, habe die Choreos ganz normal stumpf runtergetanzt. Dann habe ich mit Solo angefangen und ich tanze regelmäßig bis heute noch Solo, weil ich es total liebe, irgendwie mein eigenes Ding zu tanzen und ich weiß nicht, das bringt mich auch selber total weiter. Ich kann mich selber, ich bin mein eigener Mensch und ich kann selber alles machen, wie ich das will. Und einfach diese Erfolge auch, ich habe jetzt nicht super Erfolge, aber es freut mich einfach, dann auch alleine vielleicht die ein oder andere gute Qualifizierung zu machen. Jetzt tanze ich im Freestyle-Team seit drei Jahren und nächsten Monat soll es auch noch als Duo einmal gehen. Ja, ich hoffe, das war alles und ich hoffe, Sie wissen genug von mir. Ich hoffe auch, dass euch das, nicht dass euch, so rede ich immer, ja, dass Ihnen das Video gefällt, was jetzt im Anschluss weiter folgt. Dankeschön. Tschüss.